So. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Ist ein bisschen zurückgegangen mit Fliss. Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut, aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. So, wir können uns mal wieder frei bewegen. Hey, hey. Hi, Süßer. Durch die Öffnung können wir rein. Ich würde Cat gerne. Jetzt hat's. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Na dann. Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Echt jetzt? Was soll denn diese ganze Motzerei? Sie verdient eine Stange Geld an dem Trip. Eine Riesenstange. Regeln sind Regeln, verstehe ich. Aber wenn davon keiner was erfährt... Ja, das sage ich doch. Okay, ich stelle dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. So. Warte mal, es ist halt, die Steuerung ist halt echt grütze manchmal. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Achso. Ah, da. Na dann. So, er sitzt jetzt da hinten. Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche... All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi, aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Komm schon, hier ist sonst niemand. Wen stört's? Unsere Route ist im Hafen hinterlegt. Wenn jemand sieht, dass Taucher am Wrack waren, haben sie uns direkt in Verdacht. Erst recht, wenn kleine Souvenirs online auftauchen. Weißt du was?
Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Oh, jetzt hab ich's ausgemacht. Sprich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Dann nicht. Gucken wir mal nach unserem Bruder. Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. So. Was haben wir denn hier? Oh, Erinnerungsfetzen. Ahnung, freigeschaltet. Okay, man kann sich die tatsächlich immer noch mal ansehen. Okay. Jungs, die Flaschen warten auf euch. Na dann. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Obermann, ihr Fenster. Du gibst echt nie auf, oder? Ich weiß, das Warten ist unerträglich, aber bald sind wir alle. Und es wird immer besser. Hab den Bangstick. Also das habe ich schon gehört. Ab die Post. Aha. Schon mal benutzt? Und vergesst bitte die Regeln nicht. Blöd. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bugkabine glatt ein Bullauge. Alles gut? Mehr oder weniger? Ach, natürlich ist da ein Hai. Nur klar, warum auch nicht. So verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Fliss, Duke of Milan. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du? Bist nicht mein erster Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum,
ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Klar, warum nicht? Es könnte nach hinten losgehen, ja, wenn der Kapitän gut, trinkt, aber ist mir egal. Wie bezahlt man sowas? Lange Geschichte. Das ist kompliziert und wirklich schwer zu erklären. Ich bin ein komplizierter Kerl. Nur zu. Tja, da geht's um jede Menge Lauferei zur Bank. Und Unterschriften für Dokumente mit jeder Menge Nullen drauf. Es ging um einen Kredit? Du bist klüger, als du aussiehst. Vielleicht könnte meine Familie in dein Geschäft investieren. Das ist ein sehr nettes Angebot. Ich schätze, darüber können wir reden. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. So, wir können uns wieder bewegen. Wetter ist gut. Wetter ist gut, sagte Roboter. Robotronic 185. Oh, da ist eine. Da ist ein Bild drin, ne? Oh. Warum behalte ich die bloß? Nichts wie weg. Eine weitere Vorahnung gefunden. Ist wahrscheinlich ihre Kabine, würde ich mal vermuten. Kann ich da nicht rein? Nein, da kann ich nicht rein. Wie läuft? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Schwierig. Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte und Theorien. Ich hatte die Spekulation satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Und das Interesse an Geschichte? In der Schule davon gelesen. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Mit alten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg kannst du echt diese Wracks finden? Ja, als sie nach den Wracks tauchten, war mir klar, dass ich ihnen helfen kann. Ich weiß viel über Flugrouten und Frachtrouten. Und das kann man kombinieren. Alex und Julia sind schon sehr oft getaucht, aber das hier, das Flugzeug ist echt der Hammer. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Gibt's hier noch irgendwas? Das hier ist auch ein Bett, würde ich mal vermuten. Doch nochmal ein Bett. Oh, wait. Ein Buch. Shroud of Innocence. Na dann. Felicity Dubois, Center, bla bla, Kontonummer. Sehr geerte Frau Dubois, Dubois, irgendwie so. Mit dem Schreiben weisen wir Sie förmlich darauf hin, dass Sie in der Tilgung Ihres persönlichen Darlehens im Rückstand sind.
Die Restschuld beträgt gegenwärtig $24.753. Am 01.08.2019 war eine Tilgungsrate in Höhe von $3.481 fällig. Dieser Betrag ist seitdem überfällig. Sie haben mehrere Zahlungsaufforderungen sowie Gesprächsangebote hinsichtlich der Sorgen der fälligen Beträge nicht ins Eingehen, werden Sie jetzt gezwungen, die Zwangsversteigerung Ihres Sicherheitsobjektes, der Motorjacht Duke of Milan, zu beantragen. Bitte handeln Sie dementsprechend mit freundlichen Grüßen, Charles Charon, Kundenberater. Arsch. Achso, das ist ja das. Das kennen wir ja schon. Oder sieht sie was anderes? Achso, sieht gar nichts. Okay, alles klar. Ja, die Cam ist extra schwarz-weiß. Because it's a horror game and so. Felicite Dubois. Tachan. Oh. Was haben wir denn da? Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Leute, wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler, sagen wir 20. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Das gefällt mir nicht. Nur endlich deine Wasserleiche? Ach ja, na klar. Mit einem Einschussloch im Kopf. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Oh, gut gemacht, Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Schön vorsichtig, mach da nicht deine Tachausrüstung kaputt. Oh shit. Mist! Da habe ich nicht reagiert, das ist nicht gut. Hey, Vorsicht! Kann gefährlich sein. Ladies first. Okay, wir dürfen uns wieder bewegen. Ich will nur mal kurz anmerken: Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft! Ist doch unglaublich. Eine Vorahnung. Okay. Das gefällt mir nicht. Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich.
Da ist was. Das ist eine Patronenhülse. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. No. Da ist noch mal was. Mein Gott. Oh Gott. Hey, Mister. Er hält was fest. Was ist das? Oh, ein Emblem. Mhm. Wow. Was ist hier nur passiert? Nichts Gutes. Sie wussten um ihr Ende. Gehe ich auch von aus. Was war das? Sehen wir nach. Hey, Dude. Ich habe irgendwie einen ganz anderen. Ich hätte mich fast vollgewickelt. Ist doch schön warm. Yeah. Fuck! Und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Ich hasse mein Leben. Schon ewig hier unten. Ja. Julia! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Er hält was fest? Ja, das hatten wir doch schon. Kann ich das nicht mitnehmen? Ja, da ist halt eine Frau drauf, ne? So, aber ich kann es nicht mitnehmen, ne? Ich leg's ihm wieder zurück in die Hand. Na gut. Dann schwimmen wir hier mal wieder raus. Ist das right? Da ist noch was. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Aha. Ist ja witzig. Ist hier noch irgendwas? Nee. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Also muss ich doch nochmal nach da hinten, oder was? Hier anscheinend irgendwas übersehen, wenn er da wieder hinschwimmt. Ist denn hier noch irgendwas? Hier vielleicht noch irgendwas dabei? Nee, oder? Den Dude hatten wir schon. I don't know, ich glaube. Uh-oh. Wir müssen hier raus, jetzt! Oh. Natürlich. Oh Gott, Alex. Natürlich ein Hai. Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Okay.
okay? Dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Du verarschst mich, oder? Was? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Kommt raus, Leute! Aufgeflogen! Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Liz, hier Julia. Okay. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, erst die Dekompression. Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte, die Dekompression! Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Wir wollen ja nicht, dass jetzt hier gleich schon irgendwer drauf geht. Das muss nicht sein. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los! Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach mein Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Und warum bezahlst du das Meer? Ein paar Fischer hatten einen Schaden an ihrem Boot. Sie hingen in der Tauchleine fest. Ach, so war das. Genau. Und Botschafter Conrad hielt es für schlauer, sein Geld wegzuwerfen, als ihnen den Schaden zu bezahlen. Du blöder Arsch! Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute! Könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Puh. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit.